Hi Freunde, ihr werdet es nicht glauben, es ist wieder soweit. Wir sind bei einer neuen Aufnahmesession. Und ich habe mich jetzt informiert. Also für mich war das nicht so offensichtlich. Also diese Dinger hier, die sind wohl so an manchen Stellen hier. Keine Ahnung, also angeblich ist das oberoffensichtlich, aber für mich war es das überhaupt nicht. Ich wüsste immer noch gerne, wie ich da rankomme. Das wird wahrscheinlich gar nicht erst gehen, aber versuchen wir es mal irgendwie. Also, das war da, wo wir gedrückt haben, dann haben wir gespeichert und jetzt ging es los mit dem Gerennen, nicht wahr? Ich weiß schon gar nicht mehr richtig, wie das Spiel geht, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt geht's los, ne? Ich frage mich, ob wir jetzt einfach schon hier entkommen können. Hä? Warum kommt jetzt diese Info, als wenn ich nicht das nicht weiß, Alter? Bin ich noch nicht auf den Nerven? Hallo? Oh mein Gott! Kein Bedarf, kein Bedarf, kein Bedarf. Kein Bedarf. Immer noch kein Bedarf. Nein, nein, danke. Nein, danke. Jetzt kriegt sie da rum. Hier ist es jetzt durch. Jetzt kriegt sie hier rum. Das ist klar. Leider ein bisschen verletzt. So, jetzt wird sie wieder schnell sein, würde ich mal meinen. Ich bin unsicher. Ob sie wirklich schnell ist oder nicht. Ich glaube schon, ja. Sie ist schnell. Vielleicht nicht zu langsam. Müsste eigentlich mal ganz kurz bekommen. Sonne auf irgendeinem Seite. Habe ich mich jetzt mitverbrannt? Das funktioniert? Man kann sich selbst verbrennen. Ich frage mich halt auch, ob es Sinn macht, ihn hochzuhealen vorher, weißt du? Da drin ist eine Spritze, ich weiß das, aber. Speichere ich das jetzt nochmal? Ach, kann ich ja nicht. Ach, stimmt ja. Man kann ja hier von alleine, man kann sich nicht entscheiden, was man speichern möchte. Tut mir leid, dass ich der kurzen Illusion anheimgefallen bin. Ich möchte das nicht, ich kann es mich in Ruhe lassen. Okay. Knapper Shit, was ist hier? Ja, lässt du mich in Ruhe, die blöde Fotze? Warum rennst du so? Willst du das sein lassen? Ich mag das überhaupt nicht, wenn du so einen Speed hast.
Du musst jetzt erstmal hier hin. Ja, klar, gib Gas, du Oma. Fick dich, fick dich! Oh, hopp, hopp! Oh! Das war knapp, ich wollte das nicht nochmal machen. Alte Bitch, ey. Kommt wieder angerannt. Shit, shit, shit. Ich kann noch nicht so viel rennen. Ihr wisst ja, wie das ist hier mit der Bitch. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen oder nicht. Kann sein, dass es nicht klappt. Kann sein, dass es klappt. Nein. Es klappt, okay. Wir müssen die wechseln. Kann ich nicht sein. Ich mag sie sowas von überhaupt nicht. Die ist so hässlich und kack und eklig. Ich finde das einfach nicht. Oh, scheiße, Alter. Nein, ich denke jetzt nicht dein Ernst. Nee, nicht dein Ernst. Fuck. Das ist nicht wahr. Ich konnte nicht an der vorbei. Der ist im Kreis gelaufen. Er hat einfach einen Kringel gemacht. Dieses Movement ist so krüppelig. Und guck mal, und wir sind jetzt schon hier. Und Leute, ich werde wirklich, ne? Noch 70.000 mehr graue Haare kriegen, als ich schon habe, ehrlich. Unnötig. Lass sie runterjumpen, wie hässlich. Ja, toll. Ganz toll. Und ja, explodiert. Bam! Weil er hat. Ja, ach, komm schon. Ja, das ist doch dein Ernst, oder? Das ist dein Ernst. Komm. Greif ihn. Ach, greif sie nicht. Das gönnst du mir noch. Das gönnst du mir noch. Der Trigger, dass die hier reinkommt, ist der Hebel, oder? Nein, ist es nicht. Kommt auch hier. Das ist ja toll. Dann, weil ich jetzt resten wollte, muss ich sie jetzt dann. Es ist einfach nur traurig, ehrlich. Nein, danke, bitte nicht. Schnell, Alter, wie ekelhaft hier. Ich hab eins. Ja. Nein! Und guck mal, du bist schon an ihr vorbei und die greift dich trotzdem. Es ist einfach so ein hässliches Movement. Es ist so. Das ist so kacke, ne? Ich schwöre euch, ne? Den zweiten Teil spiele ich, glaube ich, nicht. Ehrlich, ne? Das ums Verrecken nicht. Das ist einfach nur. Oh mein Gott. Mir so leid, ne? Und dass man hier alles dann nochmal neu machen muss. Ich muss jedes Mal neu nachladen, weil wir haben ja keine Hobbys. Danke dafür. Als wenn man diese Falle da hinten noch entschärfen kann, weißt du? Nee, wir können ja nicht mehr rennen, weil sonst sterben wir ja. Oh, hat sie uns nicht erwischt? Ist das möglich, dass sie uns nicht erwischt hat? Ich muss mich hier voll beeilen. Nein! Oh mein Gott! Es ist einfach schon wieder Sebastian der Schnappatmer, Alter. Oh, so ein hässlicher Spast, ey. Es tut mir so leid, ne? Aber diese Bitch geht mir so auf den Sack, ne? Oh ja, explodiert trotzdem, weil wir haben ja nichts zu tun und jetzt erwischt sie uns. Ah, ey, lass mich doch einfach in Ruhe. Ja, klar, ist kein Ding. Guck's dir einfach an. Letztes Mal ging das besser und ich dachte, ich bin sehr müde.
Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, ne? Das ist echt das schlimmste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und ich wirklich, also sorry, ne? Ich bin vielleicht auch einfach wirklich nicht intelligent genug, dieses Spiel zu spielen. Das kann echt sein, ja? Fühlt euch nicht davon getriggert, wenn... Oder, meinetwegen, fühlt euch davon getriggert. Ist mir eigentlich egal. Wenn ihr das selber übelst leicht durchbekommen habt, ja, mein Gott, dann ist das eben so. Dann ist das schön für euch. Aber ich finde, ganz ehrlich, ich bin jetzt ein Gelegenheitsspieler. Ich spiele nicht jeden Tag 24/7. Und für mich ist das eine Nummer zu hart hier. Also, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Hallo, hoch da! Ey, das ist schon wieder so ein Punkt gewesen, wo ich jetzt fast verreckt wäre, weil der einfach nicht die Leertaste akzeptiert hat. Da, schon wieder Leertaste nicht akzeptiert. So, ich renne jetzt, ich versuche nicht zu verschnaufen. Wisst ihr, wie es ist hier? Also, ja, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot, wir sind... Oh mein Gott, wir sind nicht tot. Ich weiß nicht, wieso wir nicht tot sind. Keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Geh weg, du hässliche alte Bitch. Wo gehst du lang? Ja, entscheide dich mal. Danke dafür. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Und hier oben, den haben wir nicht gesehen, Leute. Das habe ich nicht gesehen letztes Mal. Wer guckt auch dahin? So, und jetzt haben wir einen Moment, wo wir verschnaufen können, ja? Einen Moment, den wir verschnaufen können. Aber leider können wir hier nicht speichern und es gibt ja auch keinen Checkpoint. Weil warum auch? Jetzt wird es nämlich nochmal richtig lustig. Also jetzt können wir nochmal richtig abgehen. Soweit waren wir noch nie, Leute. Premiere. Kontrollpunkt. Ne. Ist das dein Ernst? Hä? Ich hab C gedrückt, Alter! Und das Spiel lässt sie ernsthaft erstmal mich töten, bevor dieses Streichholz angezündet wird. Das ist echt ein bisschen heftig. Also die war noch weit weg, ich hab C gedrückt. Der hat die Animation schon gemacht, wo er das Streichholz wirft. Das ist so. Ich weiß nicht, ich hab Leute gesehen, aber ich weiß auch nicht, auf welchem Schwierigkeitsgrad sie gespielt haben. Ich hab mir das angeschaut, weil ich das ja echt nicht wusste, wie das gehen soll hier, ne? Und angeblich soll das ja sehr einfach sein, so, ne? Ich habe eigentlich gedacht, man kann die hier dann damit jetzt so verbrennen. C. Achso, hat sie. Das. Der hat's nicht genommen. Der hat's nicht genommen. Nein, und wir sind tot. Wir sind so tot. Zack. Kein Mensch auf dieser Welt ist so schnell alle nach dem Rennen wie Sebastian. Kein Mensch der Welt muss verschnaufen, wenn ein Monster hinter ihm her ist, außer Sebastian. Sebastian ist einfach, er ist einfach was Besonderes. Wir müssen uns das jetzt einfach merken. Wenigstens haben wir einen scheiß Checkpoint. Ich bin so glücklich, dass ich diese Kacke nicht 30 Mal machen muss. Oh mein Gott, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Kann das jetzt nochmal passieren? Kann sie jetzt hier herkommen oder spawnen oder was weiß ich? Komm! Bitte. So. Das ist die nächste Leiche. Nein, bitte nicht wieder verschnaufen, Sebastian. Das kriegen wir hin. Ich weiß nicht, wo die ist. Die spawnt da hinten. Okay, komm. Oh, das ist zu spät. Oh nein, nein, ist nicht. Okay. Echt ein bisschen abgekackt. Oh
Ja, das war sehr schlau. Ja. Renn nochmal. So, ich muss jetzt nochmal hier, damit sie nochmal jetzt spawnen kann. Also angeblich kann man sie töten. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber angeblich soll das gehen. Wieder schnell. Kann man immer so ein bisschen klicken. Oh, mein Stuhl ist schon wieder runtergefahren. Ich raste aus. Das ist heute alles irgendwie kacke. Lass mich in Ruhe. Ich mag das nicht, wenn sie das macht. Ich frag mich vor allen Dingen, hat sie jetzt ihren Arm da rausgemacht? Nein, du wagst es nicht. Nein. Hallo? Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Was ist denn jetzt mit... Ja, hat sie Double Time? Was ist passiert? Ja, und nicht getroffen, oder? Was ist mit ihr? Was ist mit ihr? Alles klar, alles klar. Jetzt rastet sie komplett aus. Nein. Ey, was ist? Das ist doch nicht normal. Nein. Sie da lang zurück, oder? Ihr Ernst? Ich bin diese Runde nicht gewöhnt. Ja, lad mal nach, Sebastian, ist kein Problem. Nein! Sie hat mich. Sie hat mich ernsthaft. Es ist eine verfickte Hurenscheiße. Ich schwöre, ich raste aus hier. Ich hab langsam keinen Bock mehr. Es tut mir so leid, Leute, ne? Es tut mir so leid. Wie soll ich diese blöde... Tut mir wirklich leid, ne? Wie soll ich diese Fotze töten? Wie? Gar kein Problem. Ich habe keinen Bock mehr, ne? Das ist so nervig. Geht auch nicht hoch oder so, das ist gar kein Ding. Ach, das hat nicht gezählt? Schön. Auch kein Problem. Dann komm mal aus einer brennenden Leiche raus, das ist gar kein Ding.
Ich verstehe sowieso nicht, warum können wir eigentlich, ne? Als wären die mit Terpentin getränkt, eine Leiche anzünden. Aber wenn wir ihr so ein, wir könnten ihr ja theoretisch auch so, Streichhölzer an den Kopf klatschen, das ist natürlich nicht möglich. Es ist natürlich, also, könnte ich nur auf so eine Idee kommen, Mensch. Und sie spawnt hier oder was? Nein, es hat nicht gezählt. Ja, es ist mir egal. Ich probiere das jetzt so lange, bis es funktioniert. Ich kann halt nichts anderes machen. Ich will dieses Spiel unbedingt durchspielen. Auch wenn es wirklich nicht die... Also, ihr wisst, wie es ist. Ja, so ein schönes Spiel. Ganz toll. Eigentlich wäre es schlau, wenn die nicht hinten rumgeht, aber... Hat es gezählt? Es hat nicht gezählt. Natürlich hat es nicht gezählt, weil es muss ja auf jeden Fall verschwendet sein oder so. Es ist wichtig. Wichtig, dass es verschwendet wird. Was ist jetzt? Okay. Rennt die davon? Natürlich rennt die davon nicht, oder? Die ist halt eigentlich gar nicht so dumm, oder? Die geht einfach. Das hält ja auch nicht so lange, ey. Nein, Sebastian, du hässliches Stück Kacke, lauf doch einfach. Oh, er ist einfach so ein Faggot. Und jetzt, wenn es wieder schnell oder nicht. Salam, das ist mir echt auch egal. Dass diese Bewegungssensor von der Bombe nicht auslöst, wenn die Bitch da lang geht, oder? Das ist auf jeden Fall kein Problem. Komm doch, du hässliche... Auch kannst du dich nicht hierher bewegen? Ist das möglich? Ach, vielleicht bin ich noch Entschuldigung. Nein. Er ist so ein ekelhafter, hässlicher Vogel. Wenn man sie nicht schnell genug erschießt. Ich
Ich glaube schon nämlich, aber ich kann es nicht genau sagen. Wie sich denn hierher bewegt? Nein, ich habe sie natürlich nicht gekriegt. Klar, kein Schuss getroffen, weil sie sich natürlich unsichtbar machen muss in der Zeit. Wichtig. In Progress, ganz wichtig. Kann sie sterben einfach? Ist das möglich? Ich hab bald nichts mehr. Was soll ich denn machen noch? Es ist doch jetzt schon langsam leer. Aber das habe ich mir ganz gut gedacht, das war ein Fehler. So, jetzt haben wir nichts mehr. Kann ich die noch einfrieren? Und das bringt mir aber einen feuchten Scheiß weg, weil ich habe nichts mehr. Ich könnte höchstens... Ja, ich bin absolut leer. Ich habe nichts mehr. Also ich weiß jetzt ernsthaft nicht, was ich machen soll. Keine Möglichkeit mehr. Ja, wir sind tot, weil Sebastian einfach mal wieder atmen muss. Er ist einfach... Er hat starke Probleme, Leute. Er hat einfach starke Probleme. So super, ich bin echt begeistert. Können wir jetzt einmal ganz kurz ziehen? Das ist ja Herzallergie. Das bringt mir bestimmt total. Ich habe das überlebt sogar. Ich bin an ihr vorbeigekommen. Wir haben noch 3 Schuss. Ja. Gut, einer weg. Nicht getroffen. Als allerliebst. Weiter geht er. Alter, den haben wir getroffen. Aber sie ist schneller als wir. Weil Sebastian ist ein Asthmatiker, ehrlich. So, kannst du mich treffen lassen? Ja, aber das hat nichts gebracht, oder? Wir haben nichts mehr, oder? Kann ich kurz craften? Wo ist das? Da. Da können wir nur einen machen. Naja, aber versuchen wir es mal. Die nimmt ihn trotzdem noch auseinander. Das ist ja krass, ey. Heftig.
So, ich mache jetzt mal meinen Stuhl wieder hoch. Der jetzt sogar meint, er muss nach hinten kippen, weil ich habe ihn ja nicht festgestellt oder so ein Scheiß. Ach, einfach nur echt eine Zumutung. Okay, so, was passiert denn eigentlich, wenn wir diesen Hebel drücken? Das wüsste ich gerne mal. Weiß nicht, echt nicht. So. Nein. Ich kann nicht mehr. Sebastian. Ich spüre tiefe Traurigkeit und Leere in meinem Hirn. Das. Was kann man uns holen? Die können wir anzünden. Ja. Ach so, jetzt wenn ich C drücke, dann plötzlich müssen wir kämpfen, oder? Ich habe normal C gedrückt, so wie vorher auch, zum Leichen verbrennen. Und er meint einfach, er muss jetzt der Kung Fu Fighter werden oder was? Hallo? What the fuck? Ach, ich sehe noch einen Hebel. Angreife aus Versehen. Es könnte ja passieren, dass ich aus Versehen angreife. Wann? Nein, das ist nicht so schön gewesen. Ich wollte mich anzünden, bitte. Brennst du jetzt nochmal? Nein, das natürlich nicht. Das ist nicht rennen. Ich muss jetzt irgendwie mit der Rennen kommen. Weg. Hallo? Außerdem, was muss ich denn jetzt eigentlich noch alles machen?
Wow, du blöde Fotze. Du warst aber jetzt schnell, ja? Ich, dich. Zählt, weiß ich nicht, weil ich einen Move gemacht, den ich machen kann. Ich glaube, er hat keine Runde mehr. Oh, Sebastian, du Schwule! Oh, ich hab... Es tut mir so leid, ne? Ich bin normalerweise echt nicht so, aber... Und jetzt war wieder Durchschuss, weil sie jetzt in dem Moment sich natürlich unsichtbar macht. Und jetzt hat sie wieder einen Arm wachsen lassen, weil ist ja kein Problem. Wir schießen sie zum Spaß ab, damit du wieder wachsen lassen kannst. Ja, klar, kein Ding. Und hast, willst du dich nochmal unsichtbar machen? Willst du? Ja, mach dich nochmal unsichtbar. Ich schieße noch gerne dreimal durch dich durch. Weil das ist das Beste, was man machen kann, wenn man ein Spiel programmiert. Man macht Bosse, die sich einfach unsichtbar machen können. Und dann sind die einfach unverwundbar. Das macht so am meisten Spaß im Spieler. Das ist der größte Spielspaß ever. Also bitte denkt daran, wenn ihr vielleicht Hobbyentwickler seid, Indie-Game-Entwickler, so denkt daran, das macht dem Spieler am allermeisten Spaß. Wenn man die Bosse nicht richtig töten kann oder dafür 800 Jahre und 2 Tage braucht, weil einfach das Gameplay so geil ist, ne? Was ist denn jetzt hier? Kann ich hier noch was machen? Ich weiß einfach nicht, was ich jetzt hier noch machen kann. Ist hier jetzt noch was? Ach ja. Ich sterbe dabei, weil ich habe ja was getan. Es kann ja sein, dass ich das nicht überlebe. Hallo, lass mich in... Nein! 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 Das ist nicht wahr! Es ist... Oh mein Gott, sie hat mich nicht getötet. Aber jetzt tötet sie mich. Nein, danke, nein, danke, nein, danke, nein, danke, nein, danke, nein, danke. Oh mein Gott. Das ist nicht wahr, Alter. Haben wir das jetzt geschafft? Ist es abgeschossen? Und jetzt? Was passiert jetzt? Oh. Was mache ich denn jetzt? Fliegt mir immer noch hinterher. Nein, da geht nicht. Sebastian hat gerade Herzprobleme oder so. Oh, what the fuck? Komm einfach runter. Ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Was ist hier los? Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich weiß nicht, wie man sie jetzt töten soll, jetzt ohne Scheiß. Ich bin tot.